Ja, hallo ihr Lieben. Heute gibt's mal ein richtiges Video von mir. Also mit Gesicht, nicht nur mit Stimme, wie es bei den letzten so war. Oder halt Buchtrailer, sondern ich zeige mich mal wieder, weil ich habe es jetzt ja eh getan auf der Buchmesse, inklusive dem berühmten Tag 3 mit den Olympischen Ringen unter den Augen. Also das war wirklich ein Erschrecken gewesen morgens im Hotelzimmer. Es war schon am zweiten Tag ein Erschrecken gewesen, aber Tag 3 hat dann noch alles getoppt, auch wenn ich so die Fotos sehe, die ihr so gemacht habt, dann gucke ich doch etwas müde in die Kamera, aber das ist bei dieser Messeluft und bei den ganzen Terminen und so einfach nicht zu vermeiden. Ich habe mich auch noch nicht so richtig erholt, es war jetzt ja auch Ostern noch mal einiges los, aber ich will jetzt auch nicht länger warten, weil ihr habt alle schon eure Videos gemacht, also viele von euch haben es schon gemacht und da will ich jetzt mal nachziehen. Und ich fange heute an mit Tag 1, das war ja bei mir der Messe Donnerstag und erzähle euch einfach so, was mir dazu so durch den Kopf schießt. Ich habe weder Notizen noch mir großartig Gedanken gemacht, wie ich das angehe. Ich plaudere einfach so, wie ihr mir auch auf der Messe begegnet seid. So versuche ich es jetzt auch hier. Ich spreche da ja immer frei und hoffe einfach, dass ich jeden Satz einigermaßen grammatikalisch korrekt zu Ende führe. Und wenn nicht, dann eben nur zur Lücke. Ja, also Tag 1, wie gesagt, das war bei mir der Messe Donnerstag. Ich bin dieses Jahr ja mit dem ICE angereist und das hat auch alles wunderbar geklappt. Es war sehr angenehm, bis auf das Umsteigen Frankfurt Hauptbahnhof. Da habe ich so einen leichten Kulturschock erlitten. Denn der Frankfurter Hauptbahnhof ist wirklich eine Nummer für sich. Also einerseits gibt es alles, was das Herz begehrt, inklusive zwei riesiger Buchgeschäfte. Mit ganz tollen Malbüchern. Ja, dieses Malen für Erwachsene ist mir da begegnet. Da hätte ich also stundenlang verweilen können. Außerhalb der Ladenzeilen ist es eher erschreckend gewesen. Also da hat man sowas, so eine Stimmung gespürt von Unsicherheit, Angst, Not, die mich doch beschäftigt hat und die mir ein bisschen nachhing. Und ganz anders war es dann in Leipzig. Als ich in Leipzig ankam und in diese Bahnhofshalle trat, in diese wunderschöne, riesengroße, lichtdurchflutete Bahnhofshalle und dann schon dieses große Banner sah mit der Buchmesse, da war ich irgendwie, ja, es war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich war ja schon oft in Leipzig und dieses Mal richtig standesgemäß vom Bahnhof aus bin ich da eingetaucht. Und ich musste gerade die Straßen rüber zum Hotel gehen. Es war sehr praktisch. Es hat mir auch dicke gereicht mit meinem Gepäck. Ich habe wieder zu viel mitgenommen. Dazu neige ich ja. Und es sind nicht immer Klamotten. Es sind viele andere Dinge, die ich dann glaube zu brauchen. Inklusive so einer Notverpflegung, die man bei der Buchmesse auch dabei haben sollte. Ja, und dann war ich doch relativ früh am Nachmittag da und dachte, ach komm, wenn ich hier bin, dann gehe ich doch mal ins Städtchen, wo man so direkt an den Fußgängerzonen untergebracht ist. Dann kann man das ja nutzen. Und ich muss sagen, diesbezüglich war das meine nervenstärkste Messe gewesen bisher. Denn die stand unter dem Zeichen Begegnungen. Rausgehen, rausgehen, erleben, sich unter Menschen mischen. Und bei den vergangenen Messen habe ich mich eher so auf den Punkt hin konzentriert und ausgerichtet. Das habe ich zwar dieses Mal auch, Das schwebte immer so drüber. Also ich war mir immer dessen bewusst, ich habe noch einen wichtigen Auftritt vor der Nase und wichtige Begegnungen, aber ich wollte irgendwie raus. Und das hat diese ganze Messe wie so einen roten Faden durchzogen und ich fand das total schön. Ich fand gerade die Begegnungen mit euch so schön. Die Begegnungen mit den Menschen. Ich kam teilweise auch mit wildfremden Menschen am Stand, die wussten gar nicht, wer ich war. Müssen sie ja auch nicht. Also darum geht es ja jetzt auch nicht primär, sondern ich kam einfach mit Menschen ins Gespräch und das war schön. Und es war auch schön, durch Leipzig zu gehen und zu merken, was für ein lebendiges, weltoffenes Städtchen das ist und was es da für Läden gibt. Ich bin nicht so die Shopping-Natur. Also normalerweise, wenn ich shoppe, brauche ich danach so einen kleinen Kuraufenthalt auf meinem Sofa, denn ich bin ganz schnell reizüberflutet, mir ist das ganz schnell alles zu viel, aber in der Messe, also bei der Messe kommt man. Da entkommt man der Reizüberflutung nicht. Also habe ich gedacht, ich stürze mich gleich zu Beginn rein. Und dann hat mich das auch so durch die ganze Messe getragen. Dieses Herz öffnen, rausgehen
und wird schon alles gut werden. So war es dann letztlich auch. Und ja, ich bin dann noch an diesem Kristallladen vorbeigekommen, schreibt sich mit Y, also die alte Schreibweise, und stand dann davor, guckte so auf die Uhr, dachte so, wann ich am Lesungsort sein muss, und mahnte mich zur Vernunft. Also ich bin nicht reingegangen, nicht an diesem Tag. Und habe mir gesagt, nee, also wenn du da jetzt reingehst, dann wird es gefährlich. Denn diese Läden, die üben eine unglaubliche Faszination auf mich aus. Vor allem seit ich die Diamantkrieger schreibe. Also da haben Kristalle nochmal mehr Bedeutung für mich gewonnen, als sie eh schon hatten. Und das habe ich mir verkniffen. Ich war dann also pünktlich um 18 Uhr an der Losteria in der Nähe vom Schille Theaterhaus. Theaterhaus Schille, so rum. Und habe mich dann noch mit meiner Lektorin getroffen. Das ist auch immer total schön, wenn man auf der Messe seine Lektorin wiedersehen kann, wenn man über das Buch oder jetzt über die Trilogie sprechen kann. Wir haben uns dann auch schon so ein bisschen ausgetauscht, was für Feedbacks kamen und was ist uns bisher so begegnet. Und ich habe ja zumindest so viel mitgekriegt, dass die Diamantkrieger polarisieren, dass sie die Erwartungen sprengen. Das ist bei meinen Büchern so. Die passen irgendwie auch in keine Schublade und die Erwartungen, die die Leser haben, wenn sie denn konkrete haben, werden meistens nicht erfüllt. Dafür kann ich ja nur bedingt was, aber wir haben uns darüber ein bisschen ausgetauscht und sind dann auch schließlich zu dem Schluss gekommen. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich finde, das ist immer auch wichtig, das zu erkennen, auch dazu zu stehen, zu dem, was man da gemeinsam auf den Weg gebracht hat, auch zu sagen, wir haben es gut gemacht. Es ist so, wie ich eben Bücher schreibe. Man hat mir da eine lange Leine gelassen und ich fühle mich unglaublich wohl mit diesen Büchern. Also den zweiten habe ich ja auch schon geschrieben. Und auch dann auch von meiner Lektorin nochmal zu hören, da war jetzt eine auch zu viel. Mut zur Lücke, wie ich schon sagte. Und da von ihr auch nochmal diese Rückendeckung zu kriegen und zu hören, ich finde das gut so, wie wir das gemacht haben. Ganz egal, was jetzt eben auch für Reaktionen kommen. Es kommen ja auch viele gute. Also das hält sich, glaube ich, die Waage oder vielleicht überwiegt sogar das Gute. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ich kann es eh jetzt nicht mehr beeinflussen. Naja, und wir haben uns dann noch gestärkt ein bisschen und ich habe mir noch schön die Zunge an einem Süppchen verbrannt. Das kommt immer gut von der Lesung. Aber die Schmerzen sind meistens erst am nächsten Tag so richtig da, wenn man sich verbrennt. Ja, und dann ging es ins Theaterhaus Schille. Wir mussten dann auch ein bisschen gucken, wo ist das überhaupt? Und dann stand da schon eine Riesenschlange. Wir sind dann natürlich außen vorbei und dann fragte der Mann am Eingang, gehören Sie irgendwie dazu? War so ein bisschen irritiert, dass ich da so selbstbewusst vorgeprescht bin. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin eine Autorin, die hier liest. Ah, okay. Ja, und da war drin auch schon jede Menge los. Uns war dann auch schon klar, das kommen nicht alle rein, die da draußen warten. Und ich saß dann zwischenzeitlich ganz alleine auf der Bühne. So, mehr oder minder dekorativ, ich weiß nicht genau. Der Moderator sagte, ich soll mich da mal hinsetzen. Und ich dachte, wo sind denn die anderen? Das sind doch 7 Autoren, die heute lesen. Und guckte mich so um. Es war ein bisschen seltsames Gefühl und in der nächsten Minute winkte er mich dann wieder zu sich. Also das war irgendwie eine Fehlinformation gewesen. Und dann wurde ich verkabelt und da stand dann auch schon die Nina da, die auch mit mir gelesen hat, Nina Plasson. Und wir haben uns dann auch seit Jahren mal wieder gesehen, das war auch ganz schön. Ja, und dann kam auch Kai Meier, ist dann irgendwie aufgeschlagen mit einem riesen Blumenstrauß, weil er irgendwas vergessen hatte bei einer Preisverleihung Nina gegenüber. Und wir kamen, genau, Kim Kästner war dann auch noch da, wir kamen dann schnell ins Gespräch und das sind für mich auch immer so Höhepunkte. Wenn ich mal meinesgleichen treffen kann, diese seltsame Spezies der Autoren, sind ja doch ein bisschen eigene Menschen, jeder so für sich eigen. Also ich finde, man kann da nie generell irgendwelche Charakterisierungen machen, aber es ist immer spannend, wenn dann mehrere Autoren zusammentreffen, was da für so eine Gesamtenergie sich ergibt. Ja, und dann stand diese große Frage im Raum: Wer setzt sich auf den Thron? Es waren nämlich alte, klapprige Stühle auf der Bühne, sehr schöne Stühle optisch, sehr unsicher zum drauf sitzen. Und in der Mitte war eben dieser Thron, also mit so einer ganz langen Lehne. Und keiner wollte sich da hinsetzen. Nicht mal Kai Meier. Ja. Möglicherweise wäre der auch gekracht unter Kai Meier, denn er wackelte schon unter mir bedenklich und ich bin ja ein Leichtgewicht. Mein Kai ist natürlich auch schön schlank, aber das macht ja auch Gewicht aus. Und
Ich habe dann so reingespürt und habe dann gemerkt, oh, das ist mein Platz heute Abend. Warum auch immer. Also man muss dann auch dieser Eingebung folgen und dann habe ich das so vorgeschlagen, weil, ja, gut. Ja, dann setzte ich mich auf diesen Thron und der fing so an, unter mir so zu schwanken und dann musste ich so an Gossip Girl denken. Wir haben eine neue Königin. Das Zepter hat noch gefehlt. Nee, aber ich bin ja eine, also ich hoffe zumindest, das kam so rüber, ich bin ja keine grausame oder kalte Königin gewesen. Ich habe mich auch nicht königlich gefühlt da oben, auch wenn es ein exponierter Platz war. Und fand das auch ganz gut, dass erstmal andere Autoren anfangen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, den Anfang zu machen, wobei wir ja wunderbar anmoderiert wurden. Und irgendwann lief es so richtig. Also ich habe so richtig gemerkt, das passt hier. Das ist eine tolle Akustik, eine tolle Atmosphäre. Wir ergänzen uns gut. Jeder hat, bringt so sein eigenes Päckchen im positiven Sinne mit, an Lesestoff und so von Konkurrenzdenken oder so war da überhaupt keine Spur. Das fand ich total schön. Und ihr wart vor allem ein super Publikum. Also auch die, die nur diese blöden Plätze seitlich bekommen haben, die gar nicht richtig sehen konnten, saßen da mucksmäuschenstill, haben aufmerksam zugehört. Das war sehr, sehr schön. Und als ich gelesen habe, hatte ich auch das Gefühl, in diese Stille zwischen und hinter den Worten einzutauchen, die ich ja so liebe. Und in der ersten Reihe saß ein Mann, ein Bart, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und er legte irgendwann den Kopf nach hinten und machte die Augen, ich weiß nicht, fielen sie zu oder machte er sie noch bewusst zu? Da habe ich noch so einen Moment überlegt, schläft er, also ist er jetzt eingeschlafen oder genießt er lauschend? Ich habe dann beschlossen, er genießt. Es war mir lieber so zu denken als anders. Ich habe auch danach nochmal geguckt, als ich dann fertig war, da regte er sich wieder. Seine Vitalfunktionen schienen also in Ordnung zu sein. Ich musste mir keine Sorgen machen. Es ist aber ein Bild, was ich bei meinen Lesungen schon öfter erlebt habe, dass die Leute die Augen schließen. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, selbst wenn sie einschlafen. Das ist nicht das Schlimmste, wenn jemand bei meiner Stimme einschläft. Das muss man nicht unbedingt allzu negativ sehen. Jedenfalls hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen und zu erzählen und zum allerersten Mal ja aus den Diamantkriegern zu erzählen. Und habe dann auch, glaube ich, die Viertelstunde nicht gesprengt. Und ja, auch bei den anderen Autoren war ich immer wieder so, ja, so weg, bin ich so weggetaucht, als die erzählt und gelesen haben. Und ich hoffe, euch ging das ähnlich. Es war ja doch ein straffes Programm, aber dass ihr ohne Ermüdungserscheinungen, ohne Erschöpfung durch diesen Abend gekommen seid. Es haben wohl um die 200 Leute draußen stehen bleiben müssen. Die kamen nicht mehr rein und es wurden auch Überlegungen laut, ob wir das nächstes Jahr vielleicht dann woanders machen. Vielleicht bin ich ja wieder dabei. Ich weiß es nicht genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es klappen würde. Ich finde, das ist eine tolle Sache, auch mit dieser Fantastikakademie. Und der Oliver Grote ist ein klasse Moderator. Der bringt ja einen Schwung auf die Bühne. Und auch sein Outfit, also ich hatte so das Gefühl, eine Zeitreise gemacht zu haben, das war so Steampunk vom Feinsten. Ich fand das total klasse. Es hat mir richtig gefallen. Ja, und danach hatte ich schon wieder Hunger. Auch sowas, was ich durch die Messe zog. Ich hatte ständig Hunger. Und Essen auf der Messe ist echt schwierig. Ich habe mich dann so mit meinem Müsli-Riegel und Amaranth-Riegel und weiß der Geier was. Ich habe mich da durchgekämpft, immer auf den Abend gehofft, wenn es dann was Größeres gibt. Ja, an diesem Abend gab es dann wieder noch ein Süppchen. Ich hatte irgendwie meinen Suppentag. Also was Großes wollte ich dann auch nicht mehr essen, noch zusammen mit meiner Lektorin. Da haben wir dann noch über den zweiten und den dritten Band gesprochen. Immer ein bisschen was erzählt, was ich so beim dritten Band vorhab. Und sie fand das alles sehr stimmig. Und habe auch mal so angedeutet, dass ich auch weitere Ideen noch habe für die Zukunft. Mal sehen. Jetzt geht es ja erstmal um die Diamantkrieger, ja. Und dann bin ich irgendwann gegen 11 in meinem Zimmer angekommen, habe mich erstmal unter die Dusche gestellt und mir den Tag abgeduscht. Ich hatte eine klasse Dusche. Also da hätte ich Stunden drunter verbringen können, bis ich dann al dente gekocht gewesen wäre. Aber so viel Zeit war da nicht. Und habe tatsächlich auch geschlafen. Ich war so müde an diesem, nach diesem ersten Tag, dass ich entgegen meiner üblichen Erfahrungen in Hotelzimmern recht schnell eingeschlafen bin. Ja, das war mein erster Tag. Es ist unglaublich, dass ich da 15 Minuten jetzt drüber gequasselt habe.
aber auch Autorinnen haben über die Buchmesse manchmal viel zu erzählen. Und gerade diese war für mich bisher so die intensivste, lebendigste gewesen. Und ich hatte eine Wahnsinnsenergie, die mich da durch diese Tage getragen hat. Dafür bin ich sehr dankbar, denn ich war ja vorher wirklich lange krank gewesen mit meiner blöden Bronchitis und Lungenfellentzündung. Und an diesem Abend hat meine Stimme gehalten. Also sie hat auch die nächsten Tage einigermaßen gehalten, aber an diesem Abend war sie noch am klarsten gewesen. Und das war so ein bisschen mein kleines, ja nicht Angstgespenst, aber ich hatte damit gerechnet, dass ich mich mal freiräuspern muss oder mal husten muss oder bong bong. Von Loriot so eine schöne Szene, wo er im Publikum sitzt von der Oper und versucht ein Bonbon zu essen. Ja, das sollte man sich mal anschauen, weil das ist eine gute Warnung, was alles passieren kann, wenn man bei wichtigen Terminen ein Bonbon isst. Ich versuche das immer zu vermeiden. Ja, und das musste nicht sein, das fand ich schön. Hat alles gut geklappt. Ja, und ich habe mich auf den nächsten Tag gefreut. Und von dem berichte ich euch bald. Bis dann, gehabt euch wohl. Ich hoffe, ihr hattet an euren Buchmessetagen genauso viel Spaß wie ich. Und wir hören und sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.